Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Cyberpunk-Video. Nachdem wir ja beim letzten Mal einiges an Details zusammengetragen haben, werden wir jetzt zu unseren, ich nenne es mal, Auftraggebern gehen und denen mitteilen, was wir da so rausgefunden haben. Einige im Twitch-Chat hatten sich da etwas echauffiert, wie ich an die ganze Sache rangegangen bin, was aber auch daran liegen mag, dass ich das Spiel noch nie gespielt und auch nie gesehen habe und die das gefühlt schon 800 Mal durchgespielt haben. Naja, macht euch selber ein Bild und schreibt vielleicht in die Kommentare, wie ihr euch an der entsprechenden Stelle entschieden hättet. In diesem Sinne, viel Spaß! Ach, schau mal an. Den kennen wir. Freundlich, dass er aufhört zu telefonieren. Was gibt's Neues bei Signora Welz? Ach, du weißt schon. Ja, ich habe gesehen, da ich eine SMS bekommen habe. Aber jetzt noch mehr Input, werde ich ja wahnsinnig bei. Ich weiß, es ist bestimmt wichtig, aber gefühlt ist im Moment alles wichtig. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Wir sind nur hier, weil Dex die Strippen zieht. Ich glaube nicht, dass uns das in die Oberliga bringt. Ha, wird es schon. Die wissen es nur noch nicht. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter Duchon. Er erwartet uns. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Bio. Das ist halt immer so. So. Spontanes Spanisch-Quiz. Was heißt Sueco Viejo? Wer kann es mal sagen? Und wer kann es mal sagen, woher ich es weiß? Viel wichtiger. Puta de Madre? Ne, vor allem Puta de Madre. Sueco Viejo heißt alter Schwede. Weiß man von den, wenn man mal die Känguru-Chroniken gelesen hat oder gehört hat, so wie ich. Dann, da ist halt in irgendeiner Kurzgeschichte drin, danke, wo es dann heißt irgendwie alter Verwalter oder sowas. Alter Verwalter wird auch aus Spanisch übersetzt, das habe ich auch vergessen, aber Sueco Viejo, das weiß ich noch. So viel für den Quatsch zwischendurch. Was ist es? Was wollt ihr trinken? Bestell du. Der hat auf jeden Fall den Plan, was man trinken muss. So, jetzt aber. Night City. Und das Afterlife. Klar, ist aber doch dreckig. Ja. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier. Oh, und das Wichtigste. Ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Klump doch. Hab gehört, ihr seid Dex' neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon erwartet euch. Machst du jetzt nicht ins Höschen, oder? Ja, komm, oh, abfahrt. Danke. Hier. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job.
Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Aha, jetzt kann ich mich setzen. Gut. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Muss ehrlich sein. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Man muss Scheiße. Ehrlich sein. Ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Du Snitch. Oh, fuck you all. Sagst, denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Sieh, ist dem Kerl eigentlich komplett und egal. Wird nicht die letzte sein. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dax? Das hier. Du Römer. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit Stealth Scheiße verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Ja, komm, Abfahrt, ich will jetzt alles hier weiter. Verstanden. Perfekt. Ganz einfach, ja, ja. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vieh. Ja, zahlt sich doch aus. Klingt schon besser, Dex. Gatsching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpecki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was ausseht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt ich glaube da auch nicht, Tank 4. Rolle spielt. Schätze sollen ein, zwei aber danke für das Angebot. Ich werde mich bemühen. Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Nein, Abfahrt. Alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Schnieker Anzug. Delamain, vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpecki. Wie, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Park. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon.
Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment. Der ist denn so groß, dass er so einen großen Scanner braucht? Können Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Ich glaube nicht, dass ich mich hier erklären muss. Niemandem gegenüber. Nun, wir haben aber Regeln, die das vorschreiben. Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, 2 Erwachsene, 1 Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Natürlich, ich verstehe. Nach dir. Alltag hier ist. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Okay, von einer Lobby in die nächste. Wird auch Zeit. Ah, schau an. Ist ja der Kollege. Aber cool, dass es jetzt hier übersetzt wird. So was bräuchte man im wahren Leben. Okay, ist das unsere Hütte. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Mein 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Scanner. Wo haben wir denn hier sowas? Fernseher. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Was ist denn da dieser Einstieg? Ach, da. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Ach, unsichtbar machen kann er sie auch noch. Und die Tür geht klar auf. Ladung bei 100%. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Okay, das wird interessant. Hier. Na, aus dem Ohr. Da. Verbinde mit Kamera, Vieh. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen.
Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Okay, da kommt natürlich keiner mit. Mehr kann ich nicht versprechen. Befehl wird ausgeführt. Okay. Ich guck dem also nur zu. Naja, okay, nice. Patche dich zur nächsten Kamera. Das ist der Bürgermeister. Ah ja, nice. So, Viechchen ist hier. Wieso bist du so sicher, danke, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut. Aber das Trinkgeld war ordentlich. Wieso krieg ich immer nur Kotze und benutzte Kondome? Bug? Problem. Was denn? Zimmerservice ist im Weg. Ich lenk sie ab. Was haben wir denn im Subnet? Okay, schon dabei. Wer? Du weißt schon. Gut aussehen. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Ja, da ist er ja. Jetzt auch mein Nit an so einer Stelle hätte auch einfach warten können, bis die durchgeputzt haben hier. Cats, irgendwas ist mit dem Terrarium. Bug, es hat geklappt. Meine Güte, das war noch hast gar du eine nicht. Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt, keine Zeit für Schmeichelei. Jetzt stehen die und gucken und er flitzt hinten dran. Man hätte nicht warten können, bis die von hier nach da gegangen. Gut, ich sag nix. Mhm. Ja gut, das sollte ja klar sein, oder? Der Leguan? Ah, okay. Ist das der von am Anfang? Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Er chillt hier auch gemütlich vorm Fernseher. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der... Flathead aber da rein. So, wo kommen wir denn rein? Ah ja, schon mal da. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Viel wird ausgeführt und rüber. Alles klaro. Sehr gut. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Ja, mal Abfahrt. Wo ist er dann? Ich höre ihn krabbeln, aber ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er. Und plötzlich Alien, ja, auf jeden Fall. Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Setz dich. Oh ja. Das kriege ich hin noch als Missionsziel. Ein paar Stunden später. Okay. Und genau an dieser Stelle beenden wir damit das heutige Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Beim nächsten Mal gibt es wieder ein bisschen Action. Und damit bin ich raus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.